Diese düsteren Fantasy-Anime musst du unbedingt schauen. So haben wir schon fast die Halbzeit von der Season erreicht, aber ich bin noch lange nicht fertig mit den Anime, die ich dir vorstellen will. Wenn ich damit jeden Samstag um 15 Uhr weitermachen soll, dann drück auf den Like-Button und schau bis zum Schluss, so weiß ich, dass es dir gefällt. Legen wir gleich los mit einem absoluten Geheimtipp, und zwar Sengoku Yoko, und so hundertprozentig kann ich es immer noch nicht nachvollziehen, warum den Anime fast keiner schaut. Und ich glaube, es liegt auch nicht an der Serie selber, sondern an dem ganzen Drumherum. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, worum geht es in dieser Serie? Die spielt so ein bisschen in so einem alten Japan, so kann man sich das ungefähr vorstellen, wo nicht nur die Menschen gegeneinander kämpfen, sondern halt auch Dämonen gegen Menschen kämpfen. Also so ein bisschen Demon Slayer mäßig, aber es gibt auch einige Dämonen, die ziemlich freundlich sind, beziehungsweise halt eben nicht die Menschen angreifen, wie zum Beispiel die Fuchsdame Tama. Die liebt nämlich auch die Menschen und die hat sich jetzt mit dem guten Jinka zusammengeschlossen. Der ist dagegen nicht unbedingt von den Menschen begeistert, er hasst sie schon fast förmlich. Und er versucht dagegen eher die Dämonen, beziehungsweise in dieser Welt nennt man sie die Katawara, zu beschützen. Das funktioniert leider nicht immer, denn manchmal dreht auch eines dieser Monster durch und dann muss Jinka eben gegen dieses Monster kämpfen. Und nicht nur ist er in seiner ganz normalen Form ziemlich stark, sondern er kriegt dann auch von der guten Tama so ein bisschen ein Power-Up, denn die gibt so ein bisschen was von ihrem Blut ab und dann überträgt sie somit ihre Fähigkeiten dann auf Jinka und dadurch wird er extrem stark. Und dann gehen die Kämpfe auch richtig gut ab, die ziemlich fantastisch animiert sind. Später treffen sie auch noch auf den Schwertkämpfer Shinsuke Hyodo, der so ein bisschen stärker werden will und deswegen jetzt mit den beiden mitgeht. Aber relativ schnell wird auch klar, wer der große Feind von dieser Serie ist. Denn es gibt nämlich eine Sekte, die versuchen, Menschen in Monster zu verwandeln und dadurch dann auch diese für ihre Zwecke zu verwenden. Und das wollen unsere Protagonisten natürlich verhindern. Nicht nur Tama natürlich, ohne Frage, aber eben auch Jinka, weil der natürlich sich auch denkt, nee, das wollen nicht nur die Menschen nicht, sondern eben auch am Ende des Tages das Monster, was daraus entsteht, ist logischerweise nicht glücklich und dreht halt dann komplett durch. Und eines dieser Monster, beziehungsweise eines dieser Experimente ist Sharkugan. Und was die mitgemacht hat, das geht auf jeden Fall spätestens dann in diese düstere Fantasy-Richtung. Das ist schon ganz schön krass. Der Anime kann auf jeden Fall in der Hinsicht ziemlich brutal sein, auf der anderen Seite ist er aber auch manchmal ziemlich lustig. Besonders die gute Tama ist eben das Highlight für mich von dieser Serie, denn die beiden kommen eben immer dann in ein neues Dorf, da brauchen dann ein paar Leute Hilfe, weil wieder ein Monster durchgedreht ist und Tama sagt, wir helfen euch gerne, ihr müsst uns auch nicht bezahlen, aber diese Nächstenliebe, die wir euch zeigen, die müsst ihr dann anderen Leuten weitergeben. Und diese Rede, beziehungsweise diese Moralpredigt, die stellt sie dann komplett selbstbewusst dann den Leuten vor und redet das dann den Leuten ein und alle gucken sich so um und denken sich so, was redet dieses Fuchsmädel eigentlich? Was soll das Ganze? Und Tama dagegen, die denkt, sie hätte alle überzeugt und hätte die Welt jetzt zu einem besseren Ort gemacht, so nach dem Motto. Und das ist einfach fantastisch, diesen Disconnect dann zwischen diesen beiden Parteien zu sehen. Deswegen schaut auf jeden Fall mal in Sengoku Yoko rein, aber jetzt kommen wir zu der Erklärung, warum der Anime, glaube ich, immer noch ein Geheimtipp ist. Und zwar basiert das Ganze auf einem Manga und dieser Manga ist ziemlich gut bewertet, hat nämlich eine 80% bzw. 81% hier, was auf jeden Fall ziemlich gut ist, aber dieser ist schon 2007 gestartet und 2016 vorbeigegangen, beziehungsweise wurde beendet. Und ich glaube, man unterschätzt einfach als Anime-Fan, wie wichtig es auch ist, dass es halt Manga-Fans gibt, die dann wiederum einen neuen Anime zumindest am Anfang pushen, beziehungsweise bekannt machen. Also wenn ein erster Trailer rausgekommen ist oder überhaupt der Anime angekündigt wird, dass dann gleich schon ein paar Manga-Fans sind und sich sagen, oh mein Gott, der wird super, der wird klasse werden. Und wenn halt sowas so spät erst erscheint, also viele Jahre später, fast 10 Jahre später, oder es sind hier jetzt 8 Jahre, dann gibt es sicherlich noch ein paar Hardcore-Fans von diesem Manga, aber viele werden vielleicht auch schon gar nicht mehr Teil der Anime-Community sein, die halt den ursprünglichen Manga gelesen haben. Und nicht nur das führt eben dazu, dass gerade jetzt nicht so viele Leute den Anime schauen, sondern der Mangaka Satoshi Mizukami hat ja erst vor kurzem eine Anime-Adaption bekommen mit Lucifer in the Biscuit Hammer und die war ja eine totale Katastrophe. Aber auch da wieder der ursprüngliche Manga extrem gut bewertet. Die
Adaption war also hier eine Katastrophe. Was bei Sengoku Yoku auf gar keinen Fall der Fall ist. Denn das Ganze wird nämlich von Studio White Fox animiert, die zum Beispiel bekannt sind für so kleine Serien wie WeZero oder auch Goblin Slayer. Und das ist der Punkt. Dieser Anime sieht auch nach 5 Folgen immer noch super aus. Also dieser Kampf in Folge 5, der war auch wieder super animiert. Und klar, das kann man jetzt auch erwarten, dass nach 5 Folgen die Animationen jetzt nicht plötzlich katastrophal werden. Aber wir haben auch in dieser Season einige Anime, die deutlich abgebaut haben von ihrer Animationsqualität. Und das ist bei Sengoku Yoku auf jeden Fall nicht der Fall. Deswegen, schaut auf jeden Fall mal in diese Serie rein. Ihr habt auch keine Ausrede, denn man kann ihn bei Crunchyroll streamen. Noch ein bisschen brutaler ist dagegen The Witch and the Beast. Der dreht sich nämlich um die gute Gido und die wurde von einer Hexe verflucht. Und jetzt will sie natürlich diesen Fluch aufheben und muss eben genau diese eine Hexe finden, die dafür verantwortlich ist. Es geht also ziemlich in so eine Doro-He-Doro-Richtung. Und jetzt geht sie halt regelmäßig auf die Suche mit dem guten Arschschaf und versucht dann immer wieder Fälle zu lösen, die sich halt um Hexen drehen. Manchmal sind Hexen präsent, manchmal sind es auch nur magische Bücher. Dann regt sie natürlich Gido extrem auf und denkt sich, wo sind die Hexen, wo sind die Hexen? Ich will unbedingt meine Hexe finden, die mich dann wieder entzaubert. Und es gibt auch eine Möglichkeit, um diesen Fluch zumindest für kurze Zeit aufzuheben. Und zwar, man muss einfach nur eine Hexe küssen. Aber natürlich will Gido diesen Fluch für immer aufheben und da muss sie halt dann die richtige Hexe dafür finden. Und gerade Gido selber ist auch so ein bisschen kontrovers in der Community. Die wird so ziemlich mit Power verglichen. Schon alleine das finden manche gut, finden manche schlecht. Also, dass man halt sagt, oh, sie ist ein Power-Up-Klatsch, obwohl der ursprüngliche Manga sogar, glaube ich, vor Chainsaw Man rausgekommen ist. Aber trotzdem, der Chainsaw Man-Anime kam halt vorher raus, deswegen machen viele diesen Vergleich. Aber unabhängig davon geht manche Gido auch so ein bisschen auf den Keks, weil sie halt schon ziemlich kratzbürstig unterwegs ist. Aber ohne zu viel zu verraten, es gibt auch in Episode 4 oder ab Episode 4 eine neue Protagonistin. Also Gido spielt auch immer noch eine Rolle, keine Sorge. Aber die gute Fanora Christoffel, die halt jetzt als Partner den guten Johan hat, die spielt dann ab Episode 4 eine Rolle. Und die ist deutlich ruhiger unterwegs. Die sieht man auch hier in dem Teaser-Visual bzw. in dem Poster. Und das finde ich auch, ist eine gute Abwechslung. Also, dass man so ein bisschen eine Pause von Gido bekommt und sich schon fast freut, wenn sie dann wieder auftaucht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die diese Serie dann getroffen hat. Das Ganze ist am Ende des Tages also so ein bisschen eine Mischung aus Undead Girl Murder Farce, also davon dieser Krimi-Aspekt, plus halt das Setting bzw. die Orte aus The Ancient Magus Bride. Also das wirkt so ein bisschen, als ob das ein Spin-Off von The Ancient Magus Bride wäre und in derselben Welt spielen könnte wie dieser Anime bzw. der Manga. Aber ja, manche kritisieren so ein bisschen die Animationen. Ich finde, der ist aber auf so einem Animationslevel, wo das vollkommen okay ist. Also wo der jetzt nicht wirklich abbaut und ich finde, die meisten Szenen sehen auch vollkommen in Ordnung aus. Und wenn Anime einfach auf diesem Level bleiben oder auf diesem Level sind, dann finde ich, dann geht das. Nicht jeder Anime muss wie Jujutsu Kaisen aussehen und The Witch and the Beast tut das auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung bei dieser Serie. Also deswegen, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist eine coole Serie, gibt es auch bei Crunchyroll. Wo ich ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher bin, ob ich dir den Anime empfehlen soll, ist Ishura. Deswegen habe ich auch wieder, ähnlich wie im letzten Video, jetzt einen Bonustitel am Ende des Videos hingepackt, der auch ein echtes Highlight ist. Also der gleicht das Ganze so ein bisschen aus. Aber ich wollte trotzdem unbedingt mit euch über Ishura reden, weil ich war drauf und dran, als die erste Episode rausgekommen ist und ich die geschaut habe, sofort ein Video drüber zu machen und sagen, oh mein Gott, das ist der beste Anime ever. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die erste Folge war richtig krass, richtig brutal und danach ging das Ganze in eine etwas andere Richtung rein, denn das ist am Ende des Tages einfach nur Fate Stay Night Unlimited Blade Works, so nach dem Motto, beziehungsweise auch wieder nicht. Denn das Ganze ist eigentlich oder läuft auf ein großes Turnier hinaus, denn der Dämonenlord wurde schon gekillt, aber man weiß nicht von wem. Und jetzt will man in einem großen Turnier herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Und man sagt sich so nach dem Motto, wer dieses Turnier gewinnt, beziehungsweise der stärkste Held, beziehungsweise der stärkste Kämpfer ist, der wird wohl am Ende des Tages auch den Dämonenlord besiegt haben. Ja, relativ simple Logik, würde ich sagen. Der Punkt ist nur, ohne zu viel zu verraten, dieses Turnier wird wahrscheinlich in der ersten Staffel gar nicht stattfinden. Denn man beschäftigt sich eigentlich in dem großen Teil dieser Serie damit, all diese Charaktere, die an diesem Turnier wohl teilnehmen, ganz langsam und behutsam vorzustellen. Denn wenn wir diese Charakterliste hier einfach mal durchgehen, kann ich dir sagen, dass all diese Charaktere hier, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, schon wirklich ausführlich vorgestellt wurden. Klar, es gibt hier wirklich sehr Nebencharaktere, wie zum Beispiel die ist wirklich nur für 2-3 Minuten relevant, Lucille ist auch nicht mehr so, beziehungsweise Tien auch nicht, aber die anderen Charaktere
die wurden alle mit so einer 10-Minuten-Szene oder sowas vorgestellt, so nach dem Motto. Beziehungsweise teilweise schon mehr. Und bei den Charakteren erstmal die Übersicht zu behalten, das ist schon nicht so leicht. Aber was einen natürlich auch so ein bisschen aufregt, dass sie eben nicht aufeinandertreffen. Und das ist eben der große Vorteil von einem Fate Stay Night Unlimited Blade Works oder auch einem Fate Zero. Ja, es gibt diese langen Phasen, wo jetzt nicht so viel passiert, beziehungsweise eher Charaktere vorgestellt werden, aber gleich schon am Anfang gibt es Kämpfe, beziehungsweise Leute treffen aufeinander, schließen sich schon teilweise zusammen. Und das ist gleich schon am Anfang interessant. Und das hat halt leider Ishura nicht. Der nimmt sich ganz schön viel Zeit, auch fürs Worldbuilding. Und das ist so ein bisschen das zweite Problem von dieser Serie. Da steigt eigentlich keiner durch. Also da habe ich noch keinen von gehört, der gesagt hat, oh mein Gott, die Welt ist ja geil, fantastischer Konflikt, der da aufgebaut wird. Denn man denkt sich jetzt, okay, was ist denn jetzt dann der große Konflikt, wenn dieses Turnier vielleicht nicht in der ersten Staffel vorkommt? Nun, es braut sich halt ein Krieg zusammen und scheinbar kämpfen dann viele von diesen Anwärtern für dieses Turnier halt in diesem Krieg. Weil man halt sagt, okay, wenn du dich in diesem Krieg beweist, dann hast du auch gute Chancen am Ende des Tages für dieses Turnier dich zu qualifizieren. Und das könnte auf jeden Fall ganz interessant sein, dass man schon mal die Charaktere dann sieht, wie sie aufeinandertreffen, aber du steigst halt bei dieser ganzen Welt nicht so hundertprozentig durch. Und das ganze Problem könnte man, glaube ich, relativ leicht lösen, indem man einfach regelmäßig eine Karte einblendet. Am Anfang jeder Folge erklärt man die Grundidee von dieser Serie, also das mit dem Dämonenlord. Das hätte man ab Episode 3 einfach lassen können und ab Episode 4 halt spätestens eine Karte einblenden können und zeigen können, ja okay, da gibt's halt dieses Land, da gibt's dieses Land und da halten sich halt die Charaktere auf, so nach dem Motto. Und hier wird's wohl einen Konflikt geben und so weiter und so fort. Das macht man aber leider nicht und deswegen wirkt das Ganze so ein bisschen undurchsichtig. Es gibt aber einen kleinen Vorteil und zwar, dieser Anime läuft bei Disney Plus. Was bedeutet, dass wahrscheinlich viele nicht wirklich in diese Serie reinschauen können, weil Anime-Fans, da lohnt sich nicht unbedingt Disney Plus für die. Und deswegen würde ich halt abwarten bis zur nächsten Season und dann schauen, was Disney Plus da lizenziert. Und wenn sie da einen coolen Anime lizenzieren oder eben vielleicht auch mehrere Anime, die sich auf jeden Fall lohnen, dann holt man sich ein Disney Plus Abo und dann kann man Ishura in einem Rutsch durchschauen. Und dann könnte es eben sein, dass man dadurch auch den Anime ein bisschen besser versteht, weil man dann die unterschiedlichen Parteien einfach häufiger hört, man sich das also so ein bisschen im Kopf vorstellen kann, wie das dann so aussieht. Okay, die Länder kämpfen dann gegeneinander und die Charaktere stehen auf der Seite und die auf der. Aktuell ist es leider so, dass wenn man da immer eine Woche Pause dazwischen hat, dass man da nicht so hundertprozentig durchsteigt. Deswegen wartet lieber ab oder verzichtet komplett drauf, wenn euch die Serie jetzt nicht wirklich angesprochen hat. Ein absolutes Highlight aber noch aus der Season ist The Unwanted Undead Adventure. Den feiern viele extrem ab. So beginnt alles relativ gewöhnlich und zwar der gute Rent ist halt ein ganz normaler 0815 Abenteurer. Das einzige Problem ist, dass er nicht wirklich im Level aufsteigt, beziehungsweise nicht wirklich halt in seiner Gilde vom Rang aufsteigt. Er hilft zwar manchmal anderen Leuten, aber mehr halt auch nicht. Er schafft es nicht, gegen stärkere Monster zu kämpfen, ist halt immer noch so ein bisschen ungeschickt. Aber eines Tages hat er vielleicht dann doch Glück und findet halt einen neuen Zugang, beziehungsweise einen Geheimweg und das wird natürlich dann am Ende bei der Gilde auch ziemlich zünftig belohnt, wenn er das eben bekannt gegeben hätte, aber er geht natürlich in diesen Geheimgang rein, trifft dann auf ein extrem starkes Monster, einen riesigen Drachen, der jetzt nicht so wie so ein typischer Drache aussieht, aber er wird zumindest als ein solcher bezeichnet und der besiegt ihn natürlich auch, man kann es sich denken. Das könnte jetzt das tragische Ende von seiner Geschichte sein und dass das so ein bisschen eine Lehre ist für spätere Abenteurer, die dann halt eben aufpassen bei solchen Sachen. Nee, er wird plötzlich einfach als Skelett wiedergeboren. Und das Besondere kommt jetzt. Nicht nur kann er, wenn er andere Monster besiegt, deutlich stärker werden, wie zum Beispiel in Berserk of Gluttony, sondern er kann sich auch, wie in Pokémon, ja, diesen Vergleich musste ich machen, entwickeln. Und das führt eben gleich dazu, dass er nicht für Ewigkeiten dieses 3D-Skelett bleibt, sondern relativ schnell zu einem Ghoul wird. Und sein Ziel ist es jetzt, sich immer weiter zu entwickeln, immer stärker zu werden und dann möglichst sich einem Mensch anzunähern. Weil ein Monster, was es auf jeden Fall gibt und was sehr menschlich aussieht, ist der Vampir. Und wenn er halt zu einem Vampir wird, dann könnte er wieder einigermaßen normal am normalen Leben teilnehmen, beziehungsweise auch ohne Maske durch die Stadt gehen. Und das ist jetzt sein Ziel und deswegen levelt er auch in dem Dungeon, levelt. Es gibt nur manchmal trotzdem ein Problem und zwar seine Monsterinstinkte übernehmen ihn dann vielleicht doch. Ähnlich wie in Berserk of Gluttony. Wer also den Anime
Anime mochte, der ist ja ziemlich beliebt, der sollte unbedingt auch in The Unwanted Undead Adventure reinschauen. Beide haben auch dieses rote Auge dann teilweise mit diesem Strich hier, mit dieser Linie. Deswegen, also schaut auf jeden Fall mal in diese Serie rein. Nach der ersten Episode mit diesem 3D-Skelett sieht der Anime auch auf jeden Fall solide aus und der bleibt auch auf jeden Fall auf der Animationsqualität. Also auch hier wird der Anime nicht irgendwie schlechter oder sowas. Aber nicht nur hat der Anime eine coole Story, sondern auch das Opening ist einfach richtig fantastisch und führt wahrscheinlich für viele gleich zu einem Ohrwurm. Aber nicht nur The Unwanted Undead Adventure hat ein gutes Opening, sondern auch das Opening von Sengoku Yoko finde ich fantastisch, aber auch von The Witch and the Beast. Ishura ist ganz nett, aber muss nicht unbedingt sein. Was ihr also machen könnt, ist, wenn ihr euch immer noch nicht so hundertprozentig sicher seid, ob ihr die Serien gut findet oder nicht, oder ob ihr sie schauen wollt oder nicht, könnt ihr ja mal ins Opening reinschauen und vielleicht motiviert euch das ja, dann bei Crunchyroll reinzuschauen. Also wie gesagt, alle Serien kann man bei Crunchyroll streamen, außer Ishura. Für noch mehr neue Anime-Empfehlungen, klicke auf die Playlist oben rechts und für weitere düstere Fantasy-Anime gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du schauen oder hast du das schon gemacht und wie findest du sie? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann.